Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zum LS22 Frontiers Challenge Projekt. Hier ist euer Commander Keule und mit dabei sind heute der Alexander und der Falter. Hallo zusammen. Einen wunderschönen. So, ich entschuldige mich jetzt gleich mal fürs Laggen. Ich bin gerade erst auf die Karte gejoint und es geht direkt los und deswegen ist hier gerade noch ein bisschen am Rendern und alles am Laggen und alles kacke, und aber egal, läuft. Keule, weil mit dem Update haben die Shadowcache und die Lok gelöscht. Darum laggt es bei dir gerade. Wow. Was machen Sachen? Wir sind hier am Ernten. Kannst den Trecker schnappen und abholen. Ja. Der Zeltor steht auf dem Händler. Mit der Schneidwerkswagen. Der Trecker steht bei uns auf der. Was ist das hier? Feld 45 daneben oder 46. Oben rechts bei Milo in der Ecke. Achso. Alles sonst so zurückfahren? Ja, also du hast auf jeden Fall das, was noch mit zu uns kommt. Gut. Und Fan müsste halt das Zeug verkaufen fahren. Jo. Und dann müssen wir die Mission ja eh wieder abbrechen und dann müssen wir den Ausgleich wieder machen. Und dann passt das. So. Immer diese Updates, die dann irgendwas verkacken, so mit dem Spiel, ja? Ja, eben. Ja, das ist extrem. Da hatten mehrere Probleme, dass sie wirklich nach dem Update richtig am Lenken anfing. Ja, oder die Grafik voll beschissen ist. Ja, die haben auch die Lenkung ein bisschen aggressiver gemacht. Ja, sie haben ein paar Sachen schon, also. Boah, es leckt gerade. Also bei mir ist es wirklich krass am Lenken. Weil ich fahr grad in die Keule. Das ist ja richtig unangenehm. Was kann man dagegen machen? Gar nichts, oder was? Nein, du musst die Shadowcache in die Lockerbucht landen lassen. Ja, das ist leider, kannst du nichts gegen machen. Ja. Aber selbst ich habe jetzt gerade auch hier die Lex zwischendurch gehabt, obwohl ich schon länger wieder mit der 1.8er spiele. Oh ja, ja, war das Problem. Oder die PL soll einmal speichern, weil es kann auch sein, dass die DIN wegen dem neuen Mod von Dominik reingekommen ist. Alter Digga, ich kann hier fast gar nichts machen. Ja, bei mir teilweise leckt aber richtig übel rum. Heureka. Ach, scheiße, ich muss in die Mitte, ne? Keule, stehst du da richtig vom Stall? Das leckt halt ein bisschen. Eigentlich nicht. Oh, jetzt habe ich aber auch gerade Leck hier. Kauf alle Container. Was haben wir drin? Keine Ahnung, Digga. Ist einfach so am Lenken. Scheiß drauf. So, wie sieht denn das mit unseren Feldern eigentlich aus? Ich hab gerade schon geguckt. Sind noch nicht erntereif. Sind dunkelgrün teilweise alle, aber noch nicht erntereif. Okay, ja. Bei mir ist einfach alles gerade am Rendern, Alter. Es ist einfach so krass am Laggen. Also das war ja eine richtige Low-Budget-Nummer gerade. Was denn? Was war denn das für ein Fehlversuch? Bei mir ist am Lenken, Digga. Die Stelle zu machen. Nein, bei mir ist am Lenken. Mit dem Drescherin. Achso, da hattest du ja rüber teleportiert vor meinem Kuhstall. Ich hatte einfach mal so 20 Sekunden Standbild gefühlt. Und dann standst du direkt bei mir vom Tor, ne?
Wild. Wirklich wild. Wieder wild heute. Aber also richtig wild. Richtig wild. Richtig wild. Man kann es ja mal versuchen, ja? Ich hätte nicht gedacht, dass du so drauf bist, ey. Ja, das wäre die Strafe für... Wer war das letztes Mal? Der Marc, ne? War der nicht bei dir? Was? Der Marc? Ja, ja. Was war denn? Was das war doch da? Dein Mitarbeiter, oder? Der da so rumgestänkert hat mit uns. Was hat denn der gemacht? Rumgestänkert. Alter, bei mir ist Ablenken. Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Ja, der, wenn du das Update das drauf hast, musst du den Shader-Ast komplett laden. Oh, wow. Den Shader-Cache. Was hat denn der gemacht, wenn ich mal fragen darf? Ach, alles gut. Aha, hat der gar nichts gemacht. Bitte? Der gehört aber gar nicht zu mir, der Marc. Aber der war doch von dir letztes Mal, oder nicht? Bist du nicht immer das 3er-M-Team? Ja, Michael ist aber bei mir. Der Marc war doch aber letztes Mal bei dir. 3er-M-Team, vor allen Dingen 3er-M-Team, der Marc. Haha. Der hat ja andere Bedeutung. Nee, der Marc ist nicht bei mir, nee. War immer Marc und Michael. Ja gut, ich bin enttäuscht, Keule. Ich bin auch enttäuscht, dass ich hier gerade nichts machen kann, sonst hätte ich den da schon längst weggefahren. Aber es reagiert halt einfach nicht so richtig. Er ist gar nicht mehr da. Ah, stark. Ja, aber das war der Marc, der Alte. Nicht. Ja, ne? So. Ja, der Marc und Marc. Also, was meint denn der gerade mit Cage leeren? Nee, laden lassen. Nee, laden lassen. Leer und oder einmal speichern. Teilweise hilft das auch schon sehr, sehr viel. So, was müssen wir jetzt machen? Also fällt es noch keins erntereif. Leute, kurze Nachfrage. Es war peinlich zu fragen, aber wo ist denn Verkaufssteller? Immer noch bei uns auf der Insel. Alter. Ja, ja, wo? Oben was, bei 91,90 dazwischen ist gut. Du spielst doch nicht das erste Mal mit. Nein, wo bist denn du jetzt hingefahren? Eine Woche Pause macht mir schon echt viel. Wo bist denn du jetzt hingefahren? Ja, ich bin auf den Mittelpunkt gefahren und habe gedacht, scheiße, da ist kein Container. Oh nee, Digga. So, hat jetzt hier endlich mal alles geladen. Ja, okay, die Felder sind dunkelgrün. Ja, ich warte, dass er verkauft, dann können wir den Auftrag weggeben und dann, ja, was dann eigentlich? Achso, unsere Kühe. Ja. Sagt aber auch keiner was. Zack. Verkaufen, ja. Sind jetzt gerade noch zwei Aufträge wieder drin? Ja. Einer fällt 72, einer fällt 60. Entnehmer Grobor. Ja. So. Zack, und schon kommt das Geld wieder rein. Echt nichts, Mann, du hast ja Felder alle fertig. Ja, das ist es halt. Wir hatten jetzt gerade halt das Problem, dass wir auf unsere Felder halt warten müssen. Hast du verkauft? Bin dran. Oh Gott. Ernst? Ja, 12.600. Gut. Was? 1,6. 11.000. 11.000. So, jetzt muss ich kurz gucken. Das war die 46. Ne? Ja. Ja, die 46. So. Wir machen da jetzt ein Minus von 11.396. 11.396 Minus gemacht. Das ich dir dann rein theoretisch überweisen, ne? Yep. Ich frage mir das gleich noch eben in der PL nach, kriegst dann so eine zweite Folge, okay? Jojo. Siehst du, da muss ich jetzt gerade mal... Ach scheiße, Chat. Hat der eigentlich letztes Mal die Felder uns beglichen?
Das wollte er auch zum Schluss machen. Hat er das noch gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Weil es halt nicht immer direkt gemacht wird, Alter. Dann vergisst man das wieder. Machen wir das sonst eben jetzt direkt bei Milo, bei Dominik einmal nach. Ja, alles gut. So. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher, hat er das letzte Mal gemacht. Guten Abend, was denn heute mit Freezy? Freezy ist heute mit der Fam unterwegs, mit der Familie. So, was hast du denn sonst für Aufgaben? Ansonsten hätten wir jetzt... Habe ich den Auftrag gerade angenommen? Ja, einer ist drin. Ich habe keinen angenommen. Wir haben Mais zum Abernten. Mais? Wir hatten ja gerade den Auftrag angenommen, war ich das gerade? Und pflügen. Nö, dann können wir hier das Maisfeld bei uns am Hof nebenan abdreschen. Ja, mache ich das. Gerade ab. Bin ja schon mit den Weinern mit dem Mais abgehauen. Oh nein, der muss hier nur kurz den Dings leer räumen. Ja, so ist das halt. Hast du einen schnellsten Trecker dir da ausgesucht bei der Mission, du? Satan. Ich? Ja, sowieso. Ja. muss man den nehmen? Nicht, oder? Nö. Eben, weil die Fallgas mit unserer S8. Also mit dem. Wer sei Berger draußen? Was hat er gesagt, Dominik? Er war gerade noch im Gespräch mit Milo wegen Dings. Achso. Keule soll in der 87 flügen. Wie willst du das denn machen? Wir haben einen Flug. Wo uns gehört. Ja, ich frag dich trotzdem, wie du das machen willst. Na, wir den Schlepper nehmen und flügen. Ja, versuch mal. Ah ne, ihr habt irgendwas gemacht. Oder ist es ein Bug? Wir können halt nur 3 Missionen annehmen. Ja, eben. Ja, eben. Wir haben nichts gemacht, das ist Standard. Wenn du das bei dir im eigenen Spielstand vielleicht anders hast, dann liegt es das daran, dass du einen Mod drauf hast für mehr Missionen. Nein, das habe ich nicht. Weil sonst kannst du im Standard nur 3 Missionen machen. Oh. Und aktuell haben wir alles, was geht. So, wie sieht das aus mit dem Futter? Sehr schön. So. Ärgern wir die mal so gut es geht. Haben wir hier jetzt noch ein paar Paletten. Okay, das brauchen wir nicht. Wo ist denn der Anhänger? Ein Anhänger habe ich. Beide. Du hast beide? Ja, beide. Ja, brauchst nicht beide, da kommt nicht so viel runter. Den kleinen, den kannst du mir geben. Also den Branden oder was?
Warte mal, komm zu. Oh, beziehungsweise musst du sowieso erstmal gucken, ob er überhaupt mit seinem Abladerohr über den großen draufkommt. Das weiß ich noch nicht mal. Ja, eben. Darum würde ich den Schell abholen. Und weißt du was? Was? Oder willst du groß haben? Nö. Nee. Moin Wolfi. Alex, wie voll bist du? In 59%, kannst du unter mir drunter herfahren. Ich habe eine Geschwindigkeit von 10 km/h, die du auf den Tempomat einstellen kannst. Ja. Namen Klaus. Genau, zeig ihm das mal, wie das geht da. So, dann versorgen wir nochmal schnell die Tiere. Dann hoffe ich, dass unsere Felder endlich mal erntereif werden. Die sind schon so lange gedunkelt übrigens schon wieder. Das ist echt Wahnsinn. Wie lange das immer dauert. Sag mal, Keule, wir müssen sonst jetzt spätestens nach diesem Feld den Drescher hier tanken. Ja. Wenn das deiner ist. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall tanken. So, sind die auch wieder versorgt? Bin mal kurz weg. Jo. So. Okay, sie sind alle voll gedüngt, das ist schon mal sehr gut. Dann fahr mal so weiter, Alex. Weil du knapp voll bist, dreh dich dann. Oh Oktober, November,
Wo habe ich denn 44.000 Liter Silage rumliegen? Okay. Auch im Dezember Brot, gut. Also Mais und Brot im Dezember verkaufen. Okay. Okay. Ja, scheiße. Hilft ja nichts. Kann ich nochmal kurz gucken, was unsere Silageballen machen? Hier sind 44.000 Liter Silage drin. Achso, okay, cool. Gut zu wissen. Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Die sind erst bei 50% hier, die Silagebeine. Das ist einfach. Egal, wie lange die brauchen, ey. Okay. Wie war der Preis für Silage? Gut. Machen wir noch ein bisschen Money nebenbei. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Und dann haben wir gleich wieder einiges zu tun, wenn ihr fertig seid mit dem Abernten des Feldes. Mhm. Weil ich würde eine Felderweiterung machen und da müssen wir noch ein bisschen Holz wegschaffen. Oh, Holz. Hä? Holzi, Holzi, Holz! Es wird mal wieder Zeit für Holz. Das gute Holz. Das gute alte Holz, ja. Gesagt, ich glaube, du bist voll. Naja, 91%. Oder es liegt, weil ich das Schräge stehe. Aber ich muss eh kippen. 91%. Das kommt bei uns ins Hoflager, ja. Hoflager, okay. Naja, da ist schon eine ganze Menge Mais drin. Im Dezember kommt der Toppreis für Mais und verkaufen wir das alles. Alles klar. Sag mal, was ist der Dominik denn heute so förmlich? Vor allen Dingen Ladies, wie meint er? Tino? Oder Schwabbel? Ja, das kann natürlich auch sein. Money, money, money. Must be funny.
So, okay, haben wir ein bisschen versucht, den Tino zu ärgern. Wir haben ein bisschen versucht, alle zu ärgern, indem wir die Brücken zugestellt haben. Wir haben ein bisschen Money gemacht. Wir werden demnächst auf jeden Fall eine Felderweiterung machen. Aber Jungs und Mädels, das wär's dann mit der Folge. Schaltet gerne zur nächsten ein. Däumchen raus, Abo raus, schaut bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüss mit Ö, bis zum nächsten Mal. Tschüss.